Abend. Das hat leider nicht stattgefunden. Da hätte einer Podium, also das Podium moderiert, der auch schon vom Gesundheitsministerium gesprochen hat. Er ist Musikwissenschaftler, Drogenforscher, Schweizer. Hans Gusto, ein Applaus für Hans Gusto bitte. Jetzt wird's spannend. Das Wort Drogen löst bei Menschen völlig unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen denken, huch, und die anderen, was, wo, wann. Und das Erstaunliche ist, wenn man mit Menschen über Drogen redet, dass die, die nie welche genommen haben, glauben am meisten darüber zu wissen. Und reden und reden und reden. Und es gibt Menschen, die glauben, wer Drogen nimmt, der sei irgendwie krank. Das war vor 50 Jahren bei den Vereinten Nationen, der UNO, haben die beschlossen, wir machen jetzt international globalisiert eine Konvention und erklären die und die und die Stoffe für Sünde. Und dann, 10 Jahre später, vor 40 Jahren, haben wir noch eine Konvention draufgesetzt und hat gesagt, alle psychotrop wirkende Stoffe tun wir speziell regulieren. Das heißt, unter der Ägide der UNO und der Weltgesundheitsorganisation wurde eigentlich die Bewusstseinsforschung mit psychotrop wirkenden Stoffe in den Schwarzmarkt vertrieben. Und viele Erkenntnisse gelangen dadurch nie irgendwie in Universitäten und an die Öffentlichkeit. Diese Angst vor Drogen bei einigen Leuten rührt, glaube ich, daher, dass Substanzen wie LSD oder Psilocybin die Eigenschaft haben, Psychosen auszulösen in Menschen, die sie nie genommen haben. Und diese besondere Eigenschaft weckt in einigen eine Angst vor Drogen. Die sind dann narkophob. Aber dann gibt es solche, die nehmen eine Droge, wissen gar nicht, dass es eine ist, zum Beispiel Alkohol und vielleicht noch Kaffee. Und dann sagen die aber in dem Zustand, die anderen sind schlecht. Wir wollen eine nüchterne Gesellschaft. Doch auch die Politikerinnen und Politiker, die von der nüchternen Gesellschaft reden, können gar nicht wissen, wie das ist. Weil unsere Gesellschaft, wo wir hinschauen, wird Koffein konsumiert. Unsere Gesellschaft ist getrieben von Koffein. Das speedet, muss alles schnell gehen. Früher als Kinder haben wir noch Mucke-Fucke gekriegt, statt Kaffee. Heute gibt es irgendwie ein Schnellrestaurant, halb literweise koffeinhaltige Getränke, wie Cola. Also wir haben eine Politik, von der wir wissen, alle Entscheidungen werden unter Einfluss bestimmter Substanzen gemacht. Und die, die bestimmte Substanz für gut und die anderen für schlecht halten, das sind Substantisten. Aber die überlegen nicht, warum nimmt eigentlich jemand psychotrop wirkende Substanzen? Warum? Ob aus hedonistischen Gründen oder aus spirituellen Gründen. Man erfährt einfach mehr, man erfährt etwas aus einer anderen Perspektive. Und da die meisten Drogenkonsumenten, die ich kenne, nicht krank sind,
mache seine Fehlentscheidung, diese Politik weltweit der Weltgesundheitsorganisation anzuvertrauen. Denn der Gebrauch dieser Substanzen, der folgt den Riten nach uralten Traditionen. Das ist ein kulturelles Erbe. Und vor allem, wenn man bestimmte Stöpfchen mischen tut, dann ist auch noch eine Wissenschaft vonnöten. Die Kenntnis über diese Substanzen. Und außer der Wissenschaft braucht es Bildung. Bildung heißt, selber entscheiden können, selber Assoziationen ziehen können. Und bei Drogen heißt das Drogenkompetenz, Drogenmündigkeit und am Schluss Drogenautonomie. Autonomie ist das Gegenteil von Abhängigkeit und nicht Abstinenz. Also das Gegenteil, das Pendant zu Drogenabhängigkeit ist Drogenautonomie. Und um das durchzusetzen, muss man international die Drogenpolitik ändern. Und da sehe ich einen Weg. Weil in der UNO gibt es ein Institut für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und das ist die UNESCO. Also die Rituale des Drogengebrauchs, wie das Rauchen, den Chillungs von den Sados, das ist ein immaterielles Weltkulturerbe. Das gehört geschützt und nicht verfolgt. Und wenn man sich vorstellt, der Tango oder auch der Sufi-Tanz sind heute schon als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO anerkannt. Warum nicht die Art, wie wir weltweit Party feiern? Ob man in Japan, Australien oder irgendwo in Europa oder in Amerika auf eine Party geht, es sind bestimmte Riten, bestimmte Bilder, bestimmte Rhythmen und die sind das, was die Kultur ausmacht. Und da reisen die Leute von weit her, um solche Ereignisse zu genießen. Deshalb fordere ich, die Partykultur und die Psychonautik, die gehören als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und überreiche das Mikrofon wieder dem lieben Götz.